Herr Hoxton, ja, bitte. Ich habe gerade einen Anruf vom Henry Hayes gekriegt. Ich zeige Ihnen das mal auf der Karte hier. Und zwar ist der Henry Hayes hier links im linken Gebiet in der Siedlung, in der Campus. Aber Stufe 15, ne? Ja, aber Sie sind doch der Super Josh und... Also ich denke... Sie müssen halt ein bisschen vorsichtig sein. Das sind nur vier Straßen. Ja, aber ich denke jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir sind Stufe 13, Stufe 15, das kriegen wir weg. Ich bin Stufe 14. Ja, sehen Sie. Also, das ist ein Problem. Ja, dann würde ich mal sagen, und dann... Es kann sogar sein, Herr Hoxton, dass in der Campus-Siedlung der Friseur ist, der ins Weiße Haus zieht. Ich hoffe. Na dann mal los. Und dann... Los. Dann sieht ihren Schnäuzer weg. Ja, verlassen Sie sich drauf. Ich werde mich da abrasieren lassen. Rotzbremse, ja. Ihre. Aber dann haben Sie nicht mehr dieses Sex-Appeal, Sie wissen schon. Komm. Dieses. Hab ich ihn. Ne? Ach, wissen Sie was? Ja. Wenn Sie noch weiter über meinen Schnäuzer labern, ne? Da können Sie mich am Arsch lecken. Weil da habe ich auch. Nee, das möchte ich nicht. Hab ich, Sie haben da habe ich auch einen Schnäuzer. Am Arsch hängen. Außerdem habe ich ein Nilfeld am Arsch. Kommen Sie jetzt. Ja, komm, Moment, wir müssen ja hier lang. Ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Schönes Wetter haben wir heute. Ja, kein Regen, kein Sturm. Ich erinnere mich da an Zeiten, da wurden wir pitsche nass. Das stimmt. Oder ich weiß noch, wie sie in New York ihre Füße ab... Naja, egal. Ah, hören Sie auf, bitte. So, angeknarre. Jawohl. Wir müssen da hinten runter. Können wir nicht so ein Auto nehmen, hier so ein Hummer? Ja, wäre schön, aber geht leider nicht. Mit so einem Hummer. Sind Sie schon mal Hummer gefahren? Nein, bin ich noch nicht. Ich habe schon mal fast einen Hummer gegessen, aber das war es dann auch. Und ich habe schon mal unter einem gelegen, glaube ich, im ersten Teil. Lassen Sie den Hund in Ruhe. Nein, lassen Sie den Hund in Ruhe, Herr Hoxton. Keine Tiere. Sie hatten es vor, ne? Da rennen wieder Gegner rum. Einfach weitergehen. Genau, einfach mal hier. Saki? Was? Hier ist auch noch eine Kiste. Da hinten ist der Rukisaki. Ah, okay. Wir gehen einfach weiter. Wir haben nichts gehört. Nein, wir haben gar nichts gehört. Wie weiter gut geht. Ich denke mal, da hinten sind schon wieder Gegner. Oder? Nein, das sind unsere. Das sind unsere. Macht alles. Hi, Leute! Hi! Ah, warte mal, yes. Oh, was Blaues. Was? Wo? Oh. Arbeitshose weiß. Wollt er denn schon wieder was gefunden? Da warst du gerade open. Ach so. Hier noch was? Hier ist auch ein Koffer irgendwo. Hier ist noch was. Sie sehen das immer auf der Mini. Oh, jetzt habe ich irgendwas zum Anziehen. Ein Schal in gelb-grau. Gelb ist ja nicht so ihre Farbe, ja, nicht, ne? Wirklich. Wahrscheinlich ist auf der anderen Seite nicht wieder genug rum, dann haben wir alle hier sehen. Oh, ich höre Geschuss. Da hinten sind sie. Oh, fuck. Oh ja, ich höre es auch. Hier sind noch... Ach, du Scheiße. Du rennst genau in die Gegner rein. Das könnte lustig werden. Nee, ich stehe doch hier. Links von dir. Auto auf die Links von dir. Ja, da sind auch welche. Ja. Bam, der ist hochgegangen wie eine Rakete. Jawohl, auch weg. Aber da hinten ist ein Dicker, ne? Sehen Sie den? Ne, noch nicht. Ein gelber Dicker. Geradeaus vor Ihnen. Also den machen wir weg. Los. Ja. Ah. Passen Sie auf, ich glaube, der schießt Raketen. Ja, Moment, ich nehme mal meinen Snipey. Ja, machen Sie. Mal gucken, ob ich ihn da besser treffe. Vorsicht. Snipey. Ja. Go. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sieht effektiv aus, wow. Viermal. Fünfmal. Hat er gerade so gelitten, ey? Der schießt unsere Jungs kaputt. Tot. Sauber, Herr Ochsen. Der hat was blau. Nee, für mich hat er was lila. Lila nicht gelandet. Nee, er hat doch lila, das haben sie recht. So viele Farben hier. 6 Schüsse habe ich für den gebraucht. Ja. Zu? Nicht schlecht. Der Fallgurt. Nehme ich mal mit. Ja, wir nehmen mit und können wir gleich in der Campus. Junge, geht dich das gut? Campus. Junge. Junge. Was? Halt durch. Wir sind dankbar für ihn. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Das wollte ich hören. Da sind wieder Gegner. Ja, machen wir die auch weg. Die stehen hier.
stehen ja hier direkt hintereinander. Und wegmachen. Fertig? Ja, Rolli. Moment. Rolli. 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 Liegen aber auch, ne? Ob die nichts anderes zu tun haben. Das war's. Nee, da will nur einer anders sagen. Werb doch einfach, Junge. Mach hier. Oh, wir haben. Boah, da sind aber so einige, ne? Moment, ich muss mal meinen Snipey nehmen. Da hält mir einer den Kopf hin. Ja, der will das. Der hat das nicht anders verdient. Komm mal her, lauf nicht weg. Da, die sind abgehauen. Ja, aua. Zu viele, weil unsere Jungs auch noch dabei sind. Moment. Ich werde dich finden. Wo kommen die Schüsse? Und umbringen! Vorsicht da draußen! Dich schaffe ich! Behaltet euch im Auge! Ja? Und schaffst du? Verhalte. Ich denke immer, dass das ein Fehler ist, was du da erzählst. Ja, ich glaube auch. Ist tot. Das war's. Alle weg. Da geht noch was hoch. Ja. Nice. Silvester. Nice. Läuft im Moment ganz gut, ne? Wir kommen da ganz gut durch. Ja. Noch sind wir denn schon im neuen Gebiet? Karte? Na, aber absolut. Oh, hier ist schön warm. Warten Sie mal. Bleib mal hier im Moment stehen. Oh, hier ist so die warme Luft von unten. Oh. Sie sind nicht mehr Marilyn Monroe, sie wissen das. Die tragen auch kein weißes Kleid. Oh ja, genau. Das stimmt. Die habe ich übrigens gesehen, also die Statue von ihr. Die steht in San Diego? Nee, in Palm Springs. Da steht. Was ist denn? In der Innenstadt. Hm? Sehr nice. Ich habe sogar ein Foto davon. Hallo Waschbär! Hallo Waschbär! Was? Bleib doch mal jetzt hier. Geht das schon wieder los. Jetzt sieht er schon wieder Waschbär. Ah. Ich schenke Ihnen ein Waschbär-Plüschtier zu Geburtstag. Sehr, sehr nett, danke. Ja, das tue ich. Um Ihren Spleen natürlich noch zu unterstützen, ständig Waschbären zu sehen. Ne? Hier war doch auch einer. Ja, sicher. Bitte zu blau. Ich höre jetzt auch Hundegebell, wissen Sie. Ja, habe ich auch gehört. Herr Hoxton. Da war auch Hundegebell. Ja, sicher, da ist ein Kran. Die beließen die Not. Sehen Sie aber. Oh, das ist ein großer Kran. Können wir da oben drauf? Zivilisten in Gefahr. Springen wollen. Zivilisten in Gefahr? Ja, hallo, ich hätte gerne einmal ein. Möchtest du auch? Ach, warten Sie, ich möchte auch. Ich hätte gerne einmal einen Hotdog und sonst noch was? Guckt euch das. Dr. Pepper vielleicht? Herr Hoxton. Ja? Dr. Pepper auch? Einmal die Augen zu und wieder auf. Dr. Pepper auch? Der ist leer. Warum? Ja, weil. Es ist Krieg. Da ist nichts. Arschloch. Aber ja, ich möchte auch eine Dr. Pepper. Aber nur die Originale. Nicht sowas nachgemachtes, verfuschtes. Kommen Sie, Peppi. Ja. Peppi? Ja, guck mal, hier ist Sandwich. War jemand an. Was? Special. Nein, jetzt kommen Sie hier weg hier. Aua! Los! Ja, los, kommen Sie. Wir sind vor der Siedlung. Help steht hier. Ja, wir helfen ja. Gucken Sie mal, der Kran da oben, ist der nicht geil? Da müsste man draufklettern können. Da erinnere mich an ein anderes Spiel. Ja, mich auch gerade. Bürstchen, komm runter! Ich dachte eher an ein anderes Spiel. Ja, wir sind da mal eben durchgerusht, ne? Ja. Was? Ja, sicher sehen. Ja. Tragbares Gerät erkannt. Ein tragbares Gerät haben wir gesehen. Gerät? Da! Ja, hier ist hier es. Hier ist es Gerät. So, Sie sind jetzt mal ruhig. Eine Trauerrede. Es fällt schwer, etwas über Stan zu sagen. Wir kannten ihn alle, richtig? Man kann nicht leugnen, dass er ein Hurensohn war. Aber genau das werden wir an ihm vermissen. Wenn man nur darauf schaut, wie beliebt jemand war, dann sieht man nur einen Ausschnitt des Bildes. Und das ist bei Stan ganz klar der Fall. Ich kann nur sagen, dass Stan sehr wichtig war. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir es ohne ihn nicht geschafft hätten. Oh, scheiße. Eine Riesensiedlung. Campus-Siedlung.
dann. Na dann. Guten Tag. Hallo. Wir sind Division Agents. Ja, mach. Ja, hi. Oh, guck mal hier, die machen das richtig gut. Ja, super. Wie die das da so anpflanzen. Meine Güte, die tun ja alles. Bin stolz auf euch. Ja. Oh, wir haben elektrisches noch ein Gerät erkannt. Fertig, ja, einsammeln und ruhig sein. Zack. Henry, was machst du hier hinten? Ich versteck mich. Wovor? Vor allem. Warum? Was ist los? Nichts Spezielles. Willst du drüber reden? Es ist nichts. Ich fühle mich nur etwas überfordert. Du? Ist das so erstaunlich? Wenn du überfordert bist, wie steht's dann um den Rest von uns? Du bist, wie sagt man das, unerschütterlich? Unerschütterlich? Henry, quäl dich nicht so. Hör auf zu grübeln und iss erstmal was. Genau, ess erstmal was. Henry, halt's Maul und iss was. Komm, wir sprechen mal mit Henry. Der muss ja irgendwo hier rumliegen, der Typ. Henry möchte mit Ihnen reden. Henry! Hier, Henry. Hier, der will mit uns reden. Hey, Harry? Henry. Ja, mal rufen. Friseur! Wir halten kaum noch durch. Henry, offen hier. Es ist schwer, die Leute um ihr Leben kämpfen zu lassen, wenn ihr Leben nicht lebenswert ist. Schön, Sie zu treffen. Henry Hayes. Hören Sie, ich verstehe das, Henry. Aber wir haben unsere eigenen Probleme. Ziemlich große Probleme. Wir können helfen. Sie brauchen doch Leute. Sie sagen immer, dass Sie keine entbehren können. Im Moment nicht, aber wenn Sie uns ein bisschen entlasten könnten. Wir tun schon alles, was wir können. Wirklich? Denn vor diesen Mauern lauert das Verderben. Wenn wir unsere Deckung runternehmen, ist es aus. Das alles. Was immer Sie da draußen machen. Hier drin merkt man nichts. Tja, Sheriff. Hoffe, Sie sind bereit für etwas extra Arbeit. Elektronisches Gerät erkannt. Neue Einsätze. Ach du Scheiße. Holla, Herzchen. Das ist aber einiges, ne? Wieder mal Bankhauptquartier, Pontomac Event Center. Heide, nein. Das ist natürlich... Es kommt immer mehr dazu, ja. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Schon wieder tragbares elektronisches Gerät. Wo ist es denn? Ist es hier drinnen? Nee, ist es hier draußen? Wo ist es denn? Hier ist es. Wo sind Sie denn? Das Menschenmögliche geben. Und wieder rüber. Moment. Gib mir eine Sekunde mit ihm. Natürlich. Doc, ich weiß, du hast getan, was du konntest. Vor 8 oder 9 Monaten hätte ich ihn retten können. Das wäre damals sicher gar nicht nötig gewesen. Er war Apotheker. Kein Job, bei dem die Gefahr besteht, erschossen zu werden. Lass dir Zeit, Henry. Ich warte draußen. Okay, sie wartet draußen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mit ein paar Leuten reden. Ja, da ist ein Friseur, haben Sie gesehen. Joshua Summers, ne? Ja. Wo ist der? Ein paar Leute. Wo ist der denn, der Friseur? Wo ist der? Ja, der kommt hier, der wird freigeschaltet. Ach, warten Sie mal, hier ist Siedlungsfortschritt. Ja. Durchhaltevermögen. Achso, das ist die Belohnung. Das ist der Friseur hier. Für den Einsatz. Der ist noch gar nicht frei. Nee, das ist, wenn wir den nächsten Einsatz machen, dann kommt der Friseur. Schön. Da kann ich ja ein endlich... Einsatz. Aber wir müssen noch mit ein paar Leuten reden. Oh, hi. Ja, hi. Wir müssen aber da hinten hin. Nee, Moment. Hier. Nee, da ist Verkauf. Tragbares Gerät erkannt. Noch eins? Doch, da hinten ist was. Kommen Sie mal mit. Sind Sie? Hier, warte mal, hier steht einer. In Not. Moment. Wo? Mal her. Wo sind Sie denn? Der Arturo. Guck mal her. Der hat einen Einsatz für uns. Ja, ich guck. Da steht aber nur Einsatz annehmen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Machen wir. Echt? Agent. Wir erheben einen Notruf von Leuten aus der Nähe des Finanzministeriums. Sie werden von Outcasts drangsaliert und brauchen Hilfe. Da können Sie doch was machen, oder? Hey. Klar, hey. Auch. So, aber... Annahmen. Aber wir gehen erstmal weiter. Neue Projekte? Ja, die sind hier. Ja, ich schau zu... Hier ist auch noch was. Was? Ist ein Lager noch. Das ist Lagerkiste. Hier, die Projekte sind hier. Und hier ist auch noch ein Funkspruch. Hier ist der Funkspruch. Moment, ich muss jetzt die Projekte machen. Erst die Projekte.
Zielprojekt. Braucht man sich ja nur angucken, ne? Und spenden, ne? Dann kann es sein, dass sie den Balken irgendwann fertig haben, ne? So, ich habe gespendet. Zivilisten in Gefahr. Ich habe alles gespendet jetzt. Okay. So, dann nehme ich mal hier den überstrapaziert auch wieder mit. Ja, Henry. Und jetzt. Psst. Warum geht ihr nicht? Unsere Gastfreundschaft hat Grenzen. Das Überstrapazieren von Gastfreundschaft ist mein Hobby. Schön für dich. Dann kannst du deine letzten Augenblicke ja richtig genießen. Echt jetzt? Ich fürchte aber, dass du nicht viel Freude haben wirst. Willst du es mit mir aufnehmen? Dann versuch's doch. Im Kampf bin ich dir nicht gewachsen. Aber ich kann dich mit einem Wort töten, falls nötig. Soll ich? Dann nisten wir uns lieber woanders ein. Mhm, na also. Wir sehen uns. Ich habe ein Auge auf euch. Ja. Ich habe ein Auge auf. Jetzt müssen wir noch den öffentlichen Bereich aufsuchen. Das habe ich hier nicht stehen. Wo ist der? Aber hier ist noch ein Funkspruch. Ja. Also. Wir sind am Arsch. Wir sind in jeder Hinsicht am Arsch. Ach komm, wir finden eine Lösung. Wie, hä? Bald haben wir nichts mehr zu essen. Die letzte Lieferung ist schon Wochen her. Ich fürchte, da kommt nichts mehr. Wir werden nicht verhungern. Eine Portion Wunschdenken hilft da gar nichts. Das, was wir angebaut haben, wächst einfach nicht schnell genug. Warst du in letzter Zeit mal draußen? In der Stadt wimmelt es nur so von Wild. In der K-Street hängen jetzt mehr Waschbären herum als früher Lobbyisten. Das hilft gar nicht, solange wir hier festsitzen. Diese verfluchten Outcasts wollen uns um jeden Preis vernichten. Henry, wir bekommen das hin. Wir können Heuschrecken und Bohnen fressen, wenn es sein muss. Wir sind nicht in Jamestown. Wir sind keine Kannibalen. Tut mir leid, du hast recht. Du hast recht. Für einen Augenblick fehlte mir einfach die Perspektive. Du trägst große Verantwortung. Aber du hast uns schon so weit gebracht, ich werde dich immer unterstützen. Zivilisten in Not. Waschbären hängen. So, jetzt möchte ich gerne wissen, wo der öffentliche Bereich ist. Hier ist aber noch was. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Hier. Hier. Hier ist wieder Ruhe. Psst. Jet will das ganze Ding neu verdrahten. Es ist noch kein Notfall, aber besser man kümmert sich drum, bevor es einer wird. Wo ist der Haken? Nun, das bedeutet, wir müssen den Generator ein paar Stunden ausschalten. Mindestens. Und das ist wichtig, ja? Naja, wenn man die Wahl hat zwischen einem geplanten Stromausfall zum gewünschten Zeitpunkt und einem ungeplanten, der völlig ungelegen kommt. Dagegen ist nichts zu sagen. Was brauchst du von mir? Nur das Okay, dass ich loslegen kann. Ach komm, dafür brauchst du doch nicht mein Okay. Ich höre eh auf dich. Von allen hier bist du die Letzte, die um Erlaubnis fragen muss, wenn etwas zu erledigen ist. Okay, Henry, ich versuche dran zu denken. Ja, und hier haben wir gleich noch einen. Oh, aber dann haben wir fast alles durch, ne? Hier liegt noch einer, genau. Und jetzt, warte, Moment. Und? Wie ich sehe, seid ihr beiden unterschiedlicher Meinung. Das ist eine höfliche Umschreibung. Es gibt Drainagen, die funktionieren und welche, die tun's nicht. Es hat nichts mit Meinung zu tun. Deiner Meinung nach? Die Physik ist eindeutig, Mann. Ganz ruhig. Wo liegt denn nun das Problem? Er zieht einen Graben. Und das ist schlecht? Sobald es regnet, wird das eine riesige Schlammpfütze. Die läuft vermutlich irgendwann über und flutet Teile des Gartens. Das ist doch Quatsch. Ich grabe seit Jahren Gräben. Ja, das funktioniert vielleicht in Tucson oder wo du herkommst. Aber DC wurde wortwörtlich auf einem Sumpf errichtet. Das wird ein Desaster. Deiner Meinung nach. Mike, Janine kennt sich aus. Also folgen wir ihrem Rat. Aber wenn du es unbedingt beweisen willst, dann zieh doch außerhalb der Siedlung einen Graben, wo nichts passieren kann. Nur für den Fall, dass Janine doch recht hat. Vielleicht mache ich das. Nimm Gummistiefel mit, falls es regnen sollte. Ja, ich würde sagen, die haben ein kleines Diskussionsproblem. Ja, das glaube ich auch. Aber trotzdem wollen wir noch eben schnell den öffentlichen Bereich aufsuchen. Ja, das machen wir. Das machen wir noch mal eben und dann haben wir hier alles frei. Ja. Gut. Was ist das? Ja, genau, ich suche. Herr Hobson, da ist schon wieder ein Funkspruch auf der Minimap. Aber der öffentliche Bereich, was ist das? Wo ist der öffentliche Bereich? Hier, die stehen davor. Steht oben drüber. Dann muss ich da rein. Okay. Kommen Sie her. Ach, hier ist das zum Abspielen. Moment. Machen wir noch einmal. Okay.
okay? Sieht nicht so aus. Entschuldige, ich bin sonst nicht so. Deshalb mache ich mir ja Sorgen um dich. Es hat mich wie ein Schlag getroffen, dass heute mein Hochzeitstag ist. Oh. Das ist hart. Das hast du schon hinter dir, oder? Ja. Aber ich hab's erst eine Woche später gemerkt. Ein furchtbares Gefühl, ein schlechter Ehemann zu sein. Und dann zu begreifen, dass man gar keiner mehr ist. Und das wird noch schlimmer. Bald hat mein Sohn Geburtstag. Oh Gott, Henry. Ich wollte dich nicht runterziehen. Du hast mich nicht runtergezogen. Das war ich selbst. Man sollte den Trost, der einem angeboten wird, annehmen. Ich dachte, ich müsste meinen Schmerz allein ertragen. Dachte, so gehört sich das einfach. Aber ich hätte an die denken müssen, die gesehen haben, wie ich leide. Und nicht wussten, wie sie helfen sollen. Und ich dachte immer, ich wäre so cool. Ach, und arbeite an deinem Pokerface. Sonst solltest du das mit den hohen Einsätzen beim Kartenspielen lieber lassen. So, jetzt einmal den öffentlichen Bereich. Ich glaube, der hat seinen Sohn verloren. Hier müssen wir hin. Oh, hier brennt was. Okay. Notizen, ich guck mal eben das Laufwerk durch. Ja, ich auch. Ah, ein SAD-Technologiebehälter freigeschaltet. Genau. Ja, Leute. Wir haben die Siedlung frei. Genau. Und eigentlich problemlos, oder? Ja, sehe ich auch so. Und der nächste Einsatz ist dann das Bankhauptquartier. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Von meiner Seite natürlich auch.